Ja, das war ja eigentlich nicht so mein Wunschberuf. Ich wollte ja eigentlich was mit Kindern machen. Aber da es ja mit meiner Behinderung schwer ist bei mir, halt die Kinder überhaupt zu pflegen und auf die aufzupassen, war es halt meine andere Möglichkeit zur Bürokauffrau. Weil ich gerne was am Computer mache, Rechnungswesen, Briefe schreibe und so. Also davor ganz normal Schule beendet. Dann habe ich Maßnahmen gemacht, 1-Euro-Jobs. Und dann bin ich hierhin gekommen. Auf was für einer Schule warst du? Lernbehindertenschule. Warum? Weil ich damals in der Schule nicht mitkam, auch viel durch Krankheit gefehlt und dann habe ich den Anschluss nicht mehr gefunden. Und dann wurde ich ab der 4. Klasse auf eine LB-Schule versetzt. Beim Arbeitsamt habe ich halt diese 1-Euro-Jobs gekriegt. Dann bin ich irgendwann dahin, habe gesagt, das bringt mich natürlich nicht wirklich weit. Und dann haben sie das hier vorgeschlagen, dass ich mir das mal angucken soll. Ja, das habe ich dann gemacht und dann bin ich hier geblieben. Ich mache gerne was, irgendwas Produktives, anstatt vorm Büro, also vorm Computer zu sitzen oder so, ist einfach nichts für mich. Deswegen wollte ich gern was Handwerkliches machen. Ich habe Skoliose, ist halt eine Rückenkrankheit. Hab, wo ich 9 Jahre alt war, halt Stangen, also Eisenstangen halt reinbekommen. Wurde halt komplett versteift. Und Einschränkungen halt eigentlich halt nicht so schwer tragen. Sowas dürfte ich halt nicht mehr so richtig machen. So.